Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Bürgermeisterin, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, Frau Stüwe-Kobusch. Liebe Kinder, verehrte Gäste aus nah und fern, Kolleginnen und Kollegen, Vertreter des Rates der Stadt Bad Salzuflen, Vorsitzende und Vertreter der Verbände, Polizei und Feuerwehr. An dieser Stelle möchte ich auch alle Schausteller, Beschicker, Kunsthandwerker ganz herzlich begrüßen, die an unserem Weihnachtstraum teilnehmen und mit ihrem Angebot unseren Markt bereichern und so unverwechselbar machen. Vor allen Dingen die neuen Beschicker, die das erste Mal dabei sind, heiße ich besonders willkommen. Besonders freut es uns aber, dass wir in diesem Jahr zu einem der drei auserwählten Weihnachtsmärkte gehören, von wo der WDR seine landesweite vorweihnachtliche Musiksendung produziert. Großer Dank geht an dieser Stelle wieder an unseren Mitgestalter, Ratgeber und Freund Thomas Weber, der mit seiner Familie und seinen Mitarbeitern nicht nur wieder seine traumhafte Weihnachtspyramide für uns aufgestellt hat, sondern auch das Krippenhaus dort drüben mit den lebenden Tieren und viele tausend Kleinigkeiten erledigt hat, sodass dieser Weihnachtsmarkt einmal mehr ein Traum geworden ist. Aber auch allen anderen Schaustellern, Beschickern möchte ich danken, dass sie hier sind. Unter anderem auch natürlich Familie Willi Papagioni mit der Feuerzange am Schliebsteiner Tor, unserem zweiten Highlight des Marktes. Oder auch Wolfgang Friedrich mit seinem Team, der das Krippenhaus immer so wunderschön gemütlich dekoriert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, letztes Jahr konnte ich Ihnen an dieser Stelle berichten, wie viele überregionale Medien über unseren Weihnachtstraum berichtet haben und dass wir bereits unter die Top 10 der schönsten Weihnachtsmärkte aufgenommen wurden. In diesem Jahr gibt es sogar noch eine Steigerung. Wir wurden in die App, das ist so auf so einem Smartphone, so ein Ding, aufgenommen. Und in die schönsten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen in der Kategorie familienfreundlich und besondere Märkte aufgenommen. Also, ich habe das schon ausprobiert. Das gibt es bei iTunes. Man lädt sich die App runter. Weihnachtsmärkte in NRW finden Sie bestimmt. Kostet 89 Cent. Und ist eine ganz tolle Geschichte. Sind natürlich nicht nur wir alleine drin. Aber ich fand es schon ganz toll, die Nachricht zu bekommen, dass wir unter besondere Märkte in der App drin sind. Darauf sind wir ganz besonders stolz, darauf kann auch jeder Salzuffler stolz sein. Da steht Bad Salzuffler Weihnachtstraum drauf und ich möchte, dass nächste Woche um diese Zeit alle hier vor der Bühne auch mit so einem Schal sind, denn man tut Gutes. Wir stiften die Erlöse in Kindergartenprojekte unserer Stadt. 11,90 Euro, ich mache gerade ein bisschen Werbung während der Eröffnung. Das ist unser Bad Salzuffler Fanschal, unser Souvenir für Salzuffler, aber auch für Besucher des Weihnachtsmarktes. So. Dann geht natürlich auch an die Herforder Brauerei. Ich begrüße den Bezirksverkaufsleiter, Herr Manuel Henninger. Hinter uns befindet sich übrigens wieder der größte Adventskalender Ostwestfalens, an dem jeden Tag um 17 Uhr ein Türchen geöffnet wird. Machen Sie einfach mit. Die Glücksfee steht auch schon da, die wartet schon auf den 1. Dezember, dass sie wieder mit auf die Bühne kann. Und dann machen wir jeden Tag hier ein Türchen auf. Und Sie erwarten tolle Preise unserer Einzelhändler und Sponsoren. Bedanken möchte ich mich auch noch bei den Vertretern der Presse für die gute Berichterstattung im Vorfeld und auch über die ganze Zeit. Ihnen allen eine gute Vorweihnachtszeit, schon jetzt alles Gute für das kommende Jahr. Und ich darf Frau Bürgermeisterin jetzt bitten, den Weihnachtsmarkt offiziell zu eröffnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Werbegemeinschaft, dass die Erfolgsgeschichte des Bad Salzuflers Weihnachtstraumes mit immer neuen Attraktionen weitergeht. Das Programm ist vielfältiger denn je und lässt keine Wünsche offen. Die Altstadt erstrahlt in seiner Lichterpracht und begeistert uns wieder aufs Neue mit allem, was es hier zu bestaunen gibt. Ich bin sicher,
wie Herr Welzlau gesagt hat, wir haben einen der schönsten Weihnachtsmärkte hier in Nordrhein-Westfalen. Die wirkungsvolle Beleuchtung, die liebevolle Gestaltung des Krippendorfes mit Stall und den Tieren, die riesige Weihnachtspyramide über 12 Meter hoch, die verlockenden Düfte und die Musik laden uns ein, diesen Markt mit allen Sinnen zu erleben. Hier trifft man sich nicht nur, um geschäftig nach den passenden Geschenken zu suchen. Hier kann man auch innehalten, schauen und die besondere Atmosphäre unserer historischen Altstadt aufnehmen. Und zwar als froher, bunter und kommunikativer Ausdruck der Vorfreude auf Weihnachten. Ich wünsche Ihnen allen, dass dieser Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg wird. Ich danke für die Einladung, diesen Weihnachtsmarkt zu eröffnen, und ich überbringe die Grüße des Rates und der Verwaltung der Stadt hierzu, und ich erkläre den Weihnachtsmarkt hiermit für eröffnet. Alles Gute! Mobile Nikoläuse sind auch eingetroffen und werden hier uns unterhalten. Insbesondere gleich ab 19.30 Uhr, wenn wir die Live-Schaltung haben, in die Aktuelle Stunde, werden die mobilen Nikoläuse hier dann aufspielen. So, und jetzt, Herr Otters, herzlichen Dank, dass Sie mit der Truppe hier sind. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Thank you.
Ja, das ist ein guter Geschenk.